Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich, der ganz schön groß und schwer ist und wo das Thumbnail eben echt Spaß gemacht hat. Und zwar habe ich bei DM einen neuen Adventskalender entdeckt. Das ist der S. Oliver Adventskalender. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber ich freue mich jetzt trotzdem schon mal. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch in diesem Video gibt es eine kleine, aber feine Verlosung. Und ja, da habe ich dir hier so ein paar Dinge zusammengepackt, die ich jetzt einfach mal gerade etwas schöner in diesem Karton drapieren möchte. Tada! Also das ist halt einmal von Kopf bis Fuß ein paar Produkte. Und wer weiß, was sich in dem Adventskalender verbirgt. Vielleicht wandert da auf jeden Fall wandert da was mit rein. Ne? Da wandert noch was mit rein. Und was ich hier zuallererst auch mit reinpacke, ist hier von Yves Saint Laurent eine Parfümprobe von dem Black Opium. Da habe ich ein paar von. Da kannst du auch mal schnuppern. Ja, was kann sich in diesem Adventskalender wohl verbergen? Ich tippe auf ein Parfüm. Oder irgendwelche parfümierten Geschichten, aber S. Oliver habe ich bei DM tatsächlich nur gesehen als Parfüm. Aber gut, wir gucken mal. Ja, der ist wirklich schwer. Hinten steht auch drauf, was drin ist, aber ich habe noch nicht geguckt. Und so schaut der aus. Es ist jetzt nicht so ultra weihnachtlich, ne? Also du hast da schon ein paar Sternchen drauf. Es ist Gold, es ist weiß, es ist irgendwie ganz schick. Aber irgendwie ist da jetzt noch nicht so mega die Weihnachtsstimmung, die mich da anspringt, würde ich mal so sagen. Und dann wollen wir mal schauen, ob die 34,95, die man für diesen Kalender investiert, sich auch wirklich lohnen. Das heißt, ich blende hier auch entsprechend die Preise ein. Die berechnen sich an der kleinsten Größe, die ich finden kann. So mache ich das immer. Und so halte ich das Ganze vergleichbar. Die Kläppchen sind übrigens extrem groß. Das finde ich schon mal sehr ansprechend. Hier geht es schon mal los mit der Nummer 1. Oh nein, und schon bei der 1 zerstöre ich den Adventskalender. Ja, es ist ein Kläppchen-Adventskalender. Und Kläppchen-Adventskalender gehen nun mal auch schnell echt kaputt, ne? Schade. Oh Mann. Ich habe Bedenken, dass er auf mich drauf fällt, Sammy. Was meinst du? Ja, du machst Sitz. Das ist sehr artig von dir. Aber der Kalender könnte auf mich drauf fallen. Wir lassen ihn einfach mal dort stehen. So, in der Nummer 1 haben wir Body Lotion with Pro Vitamin B5. 75 Milliliter sind hier enthalten. Und das wird wahrscheinlich einfach zu dem Parfüm Woman sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Düfte von S. Oliver jetzt nicht so ultra, muss ich gestehen. 75 Milliliter ist aber schon mal eine ordentliche Größe. Der versucht gerade unter meinem Stuhl herzugehen. Sammy, du Räuber, was machst du da? Ciao. Scheint eine etwas dickere Konsistenz zu haben und riecht sehr, sehr angenehm. Sehr dezent, sehr leicht. Gefällt mir. Das ist schon mal eine coole Nummer 1, ein schöner Einstieg. Die Nummer 2 ist jetzt auch ein bisschen aufgerissen und da hängt schon irgendwas von oben runter. Okay. Das ist S. Oliver So Pure, ein Bath and Shower Gel. Auch wieder 75 Milliliter sind enthalten. Also quasi ein Duschgel. Jo, kann man brauchen, ne? Kann man sich nicht beschweren. Das riecht ganz gut. Das riecht ein bisschen sanfter, ein bisschen blumiger, fruchtiger. Ja, nicht fruchtig, blumig. In der Nummer 3 haben wir so ein Kärtchen drin. 20% auf einen Strickartikel, einlösbar im Store oder im Online-Shop. Okay, also da kannst du dir bis zum 31.03. einen Strickartikel kaufen und mit diesem Code, der hier hinten drauf steht, das einlösen. Joa, 20%, okay. Dann, wenn man sich dann irgendwie bei S. Oliver eine Strickjacke oder sowas holt, ne? Ja, haut mich jetzt nicht um. Die Nummer 4 hingegen finde ich cool. Das ist ein Parfüm. Hashtag Your Moment. Eau de Toilette, 10 Milliliter. Das finde ich geil. Wenn da so große Parfümdinger jetzt drin sind, dann feiere ich das gerade, ne? Kann ich ja mal auf meinem Arm testen. Sehr angenehm weiblich. Oh. Das mag ich. Oh. Ein bisschen sportlich, aber nicht zu sportlich, weil zu sportlich wäre nichts für Claudi. Das mag ich gerne. Oh, toll. Ja, und mit 10 Millilitern kannst du gut testen, ne? Das finde ich klasse. Und das ist auch mal vor allem eine große Testgröße und nicht so ein Mini-Pröbchen halt. In der Nummer 5 haben wir wieder ein Duschgel und zwar S. Oliver For Her Luxury Shower Gel. 75 Milliliter sind hier enthalten und ja, ne, das ist einfach ein Duschgel für eine Frau in Rosa. Rosa ist toll. Oh, das gefällt mir vom Duft noch besser. Boah, das ist klasse. Das hat nämlich noch so einen blumigen Hauch mit dabei und das finde ich echt schön. Mmh, schön. Die Nummer 6 ist Nikolaus. Und Nikolaus muss normalerweise ein bisschen was anderes sein. Hier haben wir jetzt wieder ein Duschgel drin. Hashtag Your Moment. Das ist dann passend zu dem Parfüm. Ein Bath and Shower Gel. 75 Milliliter sind hier auch wieder enthalten.
Ja, also ich muss sagen, bei dem Kalender mag ich, dass die Größen so groß sind. Das finde ich nett. Aber ja, so viel Abwechslungsreichtum können die, glaube ich, gar nicht vom Sortiment hereinbringen, oder? Ja, das passt 1A. Oh, das riecht echt schön. Oh, genauso wie das Parfüm von eben. Bisschen leichter, aber schön. Tja, die Nummer 7 macht mich nicht so glücklich. 0,3 Milliliter haben wir hier drin von einer Parfümprobe. Und das ist, glaube ich, echt... Also, das ist doch ein Scherz. Try the new fragrance. Also, das hatten wir doch eben schon mal drin. Das ist doch das Gleiche. Ich packe dir das jetzt auch mal rein. Das ist ja genau das Gleiche. Aber das ist jetzt ja nichts... 0,3 Milliliter ist jetzt... Also, das kannst du ja fast nicht bewerten. Ich werde es bewerten, aber du kannst es eigentlich nicht bewerten. Hier haben wir die 8. Selection Woman Luxury Bath and Shower Gel, 75 Milliliter. Ah, hier haben wir aber eine Duschgele drin, ne? Da kannst du dich das ganze Jahr mit pflegen, sauber machen und bist sauber. Das riecht jetzt ein bisschen orangiger oder so. Ja, aber nichts Spannendes jetzt mit dabei, ne? Duschgel halt. Puh, ja. In der Nummer 9 haben wir zweimal 0,7 Milliliter von... einer Parfümprobe, die in so einem Zeitschriftenprobenviech ist. Hier steht auch drauf, Free Sample, Black Label, Ich packe dir eins rein, eins nehme ich in meine Probenkiste, aber das ist ja echt mau. Und dann hauen die einfach mal in der 10 ein komplettes Parfüm rein. Ich verstehe es nicht. Also, ich meine, geil, ja. Du kannst dadurch wahrscheinlich einmal das ganze Sortiment von denen testen und dir die ganzen Düfte mal so ein bisschen durchschnuppern. Und dass sie nicht in jedes Kästchen, in jedes Kläppchen ein komplettes Parfüm reinmachen, ist klar. Aber solche Parfümproben sind echt, also, das muss nicht sein. Da hätten die lieber noch irgendwie einen Gutschein reinpacken können. Gefühlt. Okay, hier haben wir dann das S. Oliver Outstanding, das Parfüm. Und das ist halt 30 Milliliter. Die sind hier wirklich nochmal komplett verpackt. Und ich denke, dass ich das hier tatsächlich auch in einen Adventskalender packen werde, den ich aktuell packe. Dementsprechend werde ich da jetzt nicht sprühen. Ich gucke mal, ob man so riechen kann. Nee, leider nicht. Schade. Ja. Aber gut, 30 Milliliter, ne? Das ist eine komplette Full-Size-Größe. Aber sowas ist halt schön zum Weiterverschenken, ne? So. In der 11 haben wir genau das gleiche wie in der 1. Geil. Das heißt, eins davon kriegst du. Aber so Doppelungen in Adventskalendern finde ich irgendwie blöd. Hey! Hey, du Räuber! Oh, Sammy! Wie Sammy sich einfach gerade so ein Beauty-Schwämmchen von mir gemobst hat, du Räuber! Er guckt ganz schuldbewusst. Ja, Maus, das ist mein Beauty-Schwämmchen. Damit macht Frauchen ihre Foundation drauf. Das kannst du dir nicht mopsen. Meine Beauty-Schwämmchen sind nämlich da und da hat Sammy sich wohl gerade eingeräubert. Nein. Aus die Maus. Und jetzt gehst du auf deine stille Treppe und überdenkst deine Tat. Och, Maus, warum machst du das? Du bist total verrückt. Aber vielen Dank, dass du mir mein Schwämmchen wiedergebracht hast. Denn der hat den wohl eben mitgenommen. Du bist ein Räuber. So ein Räuber, das hat die Welt noch nicht gesehen, wa? Sammy, nein! Ey, du wolltest schon den nächsten Schwamm mopsen. Das kannst du ja wohl knicken. Nein! Nein! Ab! Schäm dich. Ey, du Räuber, hörst du wohl auf, mir meine Schwämme zu mopsen? Selber? Na! No. Na! No. Gesundheit. Dennoch? Hast du denn noch mehr Schwämme irgendwo hingetan? Nee. Du Räuber, du! Unfassbar, was ich hier für dramatische Szenen abspielen, ne? Ich glaube, das ist auch mal was ich nicht rausschneide. Räuber. So, wir haben Halbzeit und ich habe es eben gesagt, Leute, packt doch lieber mal einen Gutschein rein. Das ist ein 10-Euro-Gutschein. Okay, ja. Kannst du im Onlineshop einlösen oder im Store bis zum 31.03.2020 auf das gesamte Sortiment ab einem Mindesteinkaufswert von 59 Euro, ne? Läuft.
Wir haben wieder ein Luxury Shower Gel zu S. Oliver Black Label Woman. Ja, ne, das Parfüm hatte ich schon mal, das war mir persönlich ein bisschen zu sportlich. Aber wir riechen jetzt mal dran. Ja, das riecht sehr zitrisch, das ist überhaupt nicht meine Welt. Du hast ja schon eine Parfümprobe davon bekommen, ich packe dir das jetzt auch mal in die Verlosungskiste mit rein. Und dadurch, oh Gott, die ist aber jetzt ganz schön gut gefüllt, ne? Wir kriegen die schon zu. So, S. Oliver for Her, das Luxury Shower Gel. Hatten wir das nicht schon mal? Ja. Das haben wir jetzt das zweite Mal drin. Zu unserer Body Lotion haben wir jetzt in der Nummer 15 ein Bath and Shower Gel, 75 ml. Ja, läuft. Ne? Ja, ja, ja. Kann man in Kombination verwenden, ist ganz nett. Ein Gutschein, 15% auf eine Jacke. Ich meine, wenn du jetzt ein S. Oliver Kunde bist, wo du, ne, das, keine Ahnung, du gehst da öfters mal einkaufen oder so, freust du dich wahrscheinlich wie Bolle darüber. Aber ich finde jetzt so echt bei der 16, ja, wir haben ein Originalparfüm bekommen, wir haben ein 10 ml Parfüm bekommen, wir haben schöne Duschgele und ich glaube 2 Bodylotions. Ja, ich weiß nicht. Oh Mann, sowas kriegt man, wenn man das bei Google Suche eingibt, dann kriegt man rucki zuck so einen 15 oder 20% Gutschein. Ne? Da braucht man nicht hier so ein Vieh. 15% und dann noch auf eine Jacke. Yay. Das hatten wir eben schon mal, ne? Das hast du schon in deiner Verlosungskiste mit drin. Das ist das Duschgel von dem S. Oliver Black Label Woman. 75 ml. Ah! Oh Mann, der Adventskalender ist nicht so geil. Ich weiß nicht, woher diese Parfümprobe kommt, aber sie hing jetzt vor der 18. S. Oliver Try the New Fragrance for Her. Das ist auch wieder so eine Zeitschriftenprobe. Keine Ahnung, wo die jetzt zugehört. 0,7 ml. Kommt jetzt in die Verlosungsbox mit rein, da kannst du auch mal durchprobieren. Und in der 18 haben wir Hashtag Your Moment Bath and Shower Gel. Das zweite davon, das hatten wir ja eben schon mal, ne? 75 ml. Yay, Sammy, yay! Sag yay! 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 Gib Foto. Danke. Wieder eine Doppelung. S. Oliver Woman Bath and Shower Gel, 75 ml. Auch das hatten wir eben schon mal drin. Möchtest du das haben, Sammy? Ich hab da schon eins von. Kannst du auch eins haben? Nein, keine Parfümstoffe für Sammy, sag. Du bist ganz schön aufdringlich. 20% auf einen Darmartikel. Wuhu! In der 20. Ja. Geil. Das, was ich dir eben in die Verlosung gepackt habe, die Parfümprobe von dem S. Oliver for Her. Die 0,7 ml gehören wohl in die 21, denn da war hier noch ein so ein Sachet mit drin, ne? Ich glaube, die gehören dann beide da rein, aber eins für dich, eins für mich. Läuft. Auch das hatten wir schon mal drin. S. Oliver So Pure Woman Bath and Shower Gel, 75 ml. Wenn ihr nicht 24 unterschiedliche Produkte zusammenbekommt, dann macht doch keinen Adventskalender, Leute. Oder? Das ist, ich glaube, so gut wie alles, was da drin ist, ist doppelt. Das macht doch keinen Sinn. Ja, dann auch in der 23, ne? S. Oliver Selection Woman Luxury Bath and Shower Gel, 75 ml. Ne? Was ist wohl in der 24? Ein Gutschein für eine Hose? Gott sei Dank nicht. Ja, der Kalender sieht übrigens super zerstört aus. Und hier haben wir die 24, das S. Oliver So Pure. 30 ml sind hier enthalten. Ja, stimmt mich schon wieder glücklich. Okay, na gut. Ist wieder eine Full-Size-Größe. Okay, ist okay. Ist okay. Das riecht ja alles nur noch nach Parfüm, Leute. Ich sag euch das. Ja, sowas ist auch mein Duft. Das riecht sehr angenehm. Sehr sanft, sehr leicht. Nicht aufdringlich. Also das gefällt mir auch wohl, ne? Also den Wert jetzt komplett auszurechnen wird ganz schön schwierig, weil ich halt auch in dem Sinne nicht die Möglichkeit habe zu sagen, hey, 20% von der Jacke sind so und so viel Euro. Ich blende dir dennoch mal, abgesehen von den Gutscheinen, außer jetzt diesen, ich glaube 10 € Gutschein war das, hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke, dass wir vom Wert her schon so bei, keine Ahnung, 75 € liegen werden. Ich würde dir dennoch diesen Kalender nicht empfehlen, weil es sei denn, du bist ein Ultra-Fan von S. Oliver, ne? Dann gönn dir, hol dir, aber
ich glaube nicht, dass du so ultra glücklich darüber sein wirst, weil die Produkte, die da drin enthalten sind, hauen einen jetzt nicht vom Hocker. Es sei denn, du sagst, ey, wow, ich wollte mir jetzt schon seit Ewigkeiten das So Pure holen. Auf der DM-Online-Seite wurde halt nicht geschrieben, welche Produkte enthalten sind. Das war halt eine komplette Überraschung. Ich wurde jetzt nicht unbedingt positiv überrascht, sage ich mal. Das ein oder andere Mal war es ganz nett, wenn du da halt ein richtiges Parfüm drin hast, aber manchmal war es dann doch ein bisschen blöd, gerade bei den Doppelungen. Das fand ich dann etwas schade. Ne? Wie man an meinem Gesicht erkennen kann, bin ich nicht ganz so geflasht von diesem Kalender. Aber na, die Produkte sind ganz okay, sie sind ganz nett. Es ist aber alles sehr eintönig und jeder muss selber für sich entscheiden, ob er sich den jetzt holen will oder nicht. Ihr habt jetzt das Unboxing gesehen, ihr habt den Wert von den Produkten gesehen. Du hast gesehen, was in die Verlosung gewandert ist und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht alles unten in der Infobox drin. Schau gerne vorbei. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!